Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute sind wir natürlich wieder am Start mit der nächsten Spotify Song Reactions von Ju und seiner Crew, Leute. Ja, die Vollversion werden wir uns alle ansehen. Heute haben wir das wohl möglich schönste Vorschaubild soweit, beziehungsweise Cover von einem Song. Und zwar unter der Matratze, Leute, ich liebe die Erbse. Ich liebe die Erbse. Ich muss sagen, ich habe es in meiner Reaction gesagt, ich liebe die Erbse. Ich fand Ju unnormal süß. Ich wollte ihn gerne knuddeln. Und ich muss sagen, Erbsen sind sehr gut. Heute, diesmal, die Empfehlung des Tages, Leute, die Empfehlung des Tages, Erbsen. Erbsen werten viele Gerichte auf. Erbsen gehen schnell. Tiefkühlerbsen, Kochtopf, 5, 6, 7 Minuten kochen lassen. Brrr, fertig. Wenn es ganz schnell gehen muss, nimmt ihr die billigen von Aldi. Die sind nicht in so einer Pappschacht, sondern in Plastik. Die kann man auch in der Mikrowelle machen. Mikrowelle rein, bisschen Wasser rein, 3 Minuten, ding, umrühren, 3 Minuten, fertig. Habt ihr Erbsen, Leute, Erbsen sind sehr, sehr gut. Schön Ballaststoffe, keine Fette. Bisschen Eiweiß, lecker Erbsen, Leute. Erbsen mit Soße, Fleisch, Kartoffelpüree, gut kombinierbar. Empfehlung des Tages, Leute, jetzt unter der Matratze. Let's go. Schon wieder eine Schabracke, die hier Faxen macht auf den Matratzen, die mich hindert mal zu schlafen. Jetzt ist die auch noch am Schnarchen, aber nicht mit mir heute Abend. Dein Tiefschlaf wird heute versagen. Erbsen, Leute, der Beat. Hallo. Die wird dich okay. In deinen Träumen jagen. Nach den harten, überragenden, nervenplagenden Taten hast du morgen früh einen derbe Migräne. Lass die Schaden durch die Daunenmembranen werd ich dich grün und blau schlagen. Wird mir die Mühe ja sparen, doch du stinkst von Füßen bis Haaren. Der Beat ist wirklich gut, Leute, der Beat ist wirklich gut. Schöner Flow von Ju auch, muss man sagen. Aber der Beat ist wirklich hier das, was es ausschlaggebend macht. Boah, wie bei einer Erdnussallergie. Schlagen wird mir die Mühe ja sparen, doch du stinkst von Füßen bis Haaren. Na Scheiße, du Keck. Harte Schale, harter Kern. Bin der Bandscheiben, schreck, wenn ich dich anschrei. Du, der bist ein entspannter Wald weg. Jetzt so ein Bodycheck, der die Erholung zerfetzt. Warum ist es denn so ungemütlich hier? Oh. Ich kann gar nicht schlafen, Pack, es ist schon viel. Oh, dieser Autotune-Part gefällt mir sehr gut. Das ist sehr, sehr stark, Alter. Warum hat der Song so wenige Aufrufe, so wenige Streams, Leute? Push das Ding mal hoch. Spotify-Link ist in der Beschreibung. Push das mal hoch. Das ist gut, das ist gut. Die Königin kriegt morgen was zu von mir. Erstmal einen Applaus, bevor er mir im Recht. Ich lass dich nicht schlafen. Habt ihr immer was zu sagen? Durchlöchert dich mit Fragen. Ich halt dich wach, jede Nacht, bis heute wacht. Dein Handy liegt neben deinem Kopf, denk an den Elektrosmog. Wenn wir schon dabei sind, google mal, wieso dein Herz so pocht. AIDen. Ey, das macht das nie, Leute, macht das nie, Alter, boah. Es ist so schlimm, manchmal, wenn man nachts rumliegt, so, man denkt über Sachen nach, man denkt echt, man hat irgendwelche Krankheiten. Manchmal habe ich so ein Zwicken irgendwo, manchmal zittert irgendein Körperteil von mir so. Manchmal habe ich Schmerzen in der Herzregion, denke ich mir auch, scheiße, Bro. Scheiße, Alter. Manchmal passiert irgendwas und man denkt immer echt, Alter. Google schnell fragen, hat man direkt Krebs. Man hat direkt Krebs oder noch besser, man googelt was und merkt, man ist schon tot. Man ist schon tot, vor 3 Wochen schon gestorben wegen den Symptomen. Ja, lasst es, Freunde. Googelt nie eure Symptome. Geht besser zum Arzt. Geht zum Arzt. Geht ab und zu zum Urologen, zum Gynäkologen, zum Dings, Leute und so. Mach das mal. Seid mal ein bisschen gut für eure Gesundheit. Hab ich noch, zieh dich aus dem schwarzen Loch. Du bist hell, wach und sauer, wenn dein Gehirn abends kocht. Jetzt wird der Kaffee und das Nikotin in deiner Blutbahn gutes Team. Neuer Screentalk auf den Screen. Du bist einfach so extrem wach. Morgen fehlt dir die Kraft, dass du irgendwas schaffst. Was ist das für ein Krach auf dem Dach? Jetzt mitten in der Nacht. Das Universum hat sich gedacht, du kriegst heute keinen Schlaf. Heute Morgen, nächste Woche, ach, ich mein das ganze Jahr. Augenringe mach ich klar, Tränensäcke kannst du haben. Heute sing ich für dich, denn der Sandmann liegt in seinem Grab. Boah, geil, geiler Song mit wirklich Real Talk drin, Leute. Ihr kennt es alle, wenn man die schlaflosen Nächte hat. Ey, ist wirklich schlimm. Ich hab daraus gelernt, wenn ich mal nicht schlafen kann, dann denke ich mir, dass, wenn ich mal nicht schlafen kann, da ist mir gerade voll der Song eingefallen. Wenn ich mal nicht schlafen kann, mache ich dann den harten Mann, komme in den Garten dann, während ich mal nicht schlafen kann. Keine Ahnung, egal. Wenn ich mal nicht schlafen kann, Leute, dann denke ich mir einfach, fuck it, ich bleibe jetzt wach, dann gehe ich nochmal am PC, check mein Handy, gucke eben noch ein Video oder ein Stream. Und wenn ich dann eben nur 2-3 Stunden Schlaf bekomme, dann ist es immer noch besser, als wenn ich auf Krampf 3 Stunden versuche einzuschlafen. Dann habe ich die Zeit noch sinnvoll genutzt und gucke irgendein Video oder so, wisst ihr? Am besten natürlich von eurem Lieblingskanal Flo der Flo. Es ist denn danke. So ungemütlich hier. Ich kann gar nicht schlafen, fuck, es ist schon viel. Schon 4? Die Königin kriegt morgen was zu hören von mir. Von mir? Jetzt gar nicht aufwach bleiben und dann will ich mich. Ich lass dich nicht schlafen. Habt ihr krasser Beat, Props an Vince wieder. Props an Vince. Der Kuss gehört dir. Mach was zu sagen. Durchlöchert dich mit Fragen. Ich halt dich wach jede Nacht.
ich nicht schlafen. Habt ihr immer was zu sagen? Durch Löcher dich mit Fragen. Wie groß sind eigentlich die Nasenlöcher von Ju, Alter? Da kann man ja ganze Erbsen drin verstauen. Ich halt dich wach, jede Nacht, bis halb acht. Krasser Beat. Okay, Leute, das war's leider schon wieder. Ach man, ich muss sagen, die Spotify-Reactions machen mir mittlerweile so mit am meisten Spaß einfach. Einfach, weil ich da updancen kann und gute Zeit haben kann. Und weil es einfach so Bonusmaterial ist von Ju, wisst ihr, das verschmerzt, das, nee, nicht verschmerzt, das verzeiht einem so die Wartezeit oder verkürzt einem die Wartezeit auf die neuen Tracks und auf die neuen Videos, die hier rauskommen, Alter. Boah, das war echt schön. Leute, nach so einer Dance-Stunde bin ich immer so ausgelassen und befriedigt einfach. Dann bin ich einfach so... Gut, Freunde, heutiger Tipp. Was war der heutige Tipp, Freunde? Erbsen. Erbsen ist der heutige Tipp. Ich habe früher Erbsen angebaut mit meiner Familie hier. Bei mir zu Hause im Garten. Wir haben früher sehr viel angebaut. Wassermelonen, Erbsen, Kartoffeln haben wir angebaut. Heidelbeeren und so. Haben wir alles angebaut. Real talk. No joke. Aber die Erbsen waren geil. Habe ich immer roh gefuttert. Nicht gut. Deswegen habe ich jetzt zu viel Luft im Bauch. Ich habe sehr viel Luft im Bauch. Ich kann auf Kommando rülpsen. Ist nicht cool mit anzusehen. Aber ich früher diese Erbsenschoten, wie heißen die? Zuckerschoten. Haben wir angebaut. Real talk. No joke. An dieser Stelle haben wir angebaut bei uns. Und ich habe die immer roh gegessen. Die Erbsen da draus. Die waren noch gar nicht reif. Egal, Freunde, jetzt bin ich, wie ich bin, ja. Lasst die Video gerne noch Daumen nach oben da. Ich werde euch, wie immer, oben im i und in der Beschreibung eine Playlist verlinken, wo alle Songs, die ich mir von Ju angesehen habe, in der richtigen Reihenfolge drin sind. Also checkt gerne die Playlist ab. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal im weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.